Er glaubt auch Profi mit Billiglöt. Also ich habe nie gesagt, dass ich ein super Profi-Equipment habe, aber da stecken schon einige tausend Euro drin. Ich zeig dir mal, was man so alles braucht. Also da mal ein Stereo-Mikroskop, relativ günstig, 400 Euro, Kamera vielleicht 150, 200 Euro. Dann da drüben ein digitales Mikroskop, ist manchmal einfach besser, vor allem beim Heißluftlöten. So Heizdinger, da habe ich mir gerade noch ein zweites bestellt, 300 Euro fürs Große, das Kleine, keine Ahnung, 100er. Messgeräte, wieder 200 Euro für ein Messgerät, da drüben, das kostet vielleicht 400 Euro, das Messgerät. Da die Heißluftstation, 200, 300 Euro. Da Wärmebildkamera, etwas teurer, 300 Euro plus Aufsatz nochmal 50 Euro. Ein Oszilloskop, billig. Ja, Lötstation, JBC, 500 Euro, jede einzelne Spitze, 30 bis 50 Euro. Backup-Löting kann ich echt empfehlen, wenn jemand nicht viel Geld hat. Löschstation ist top. Spitzen, Ersatzkolben, Halterungen, Zeug. Da Kabelzeug, da Programmierzeug, hunderttausende Auslesetools, Platinen, bla bla bla. Schrauben und Zeug, da das ganze chemische Zeug, was man braucht. Lötpasten, Flussmittel etc., Wärmeleitpasten, normales Werkzeug, billig, Absaugung, ein paar hundert Euro, dann schauen wir mal hier drüben, ja, lauter Kleinkram, Werkzeug, da auch Werkzeug, iFixit, einfach bestes Set, kann ich wirklich empfehlen, da ist noch ein iFixit Set, irgendwelche Halterungen, Unterlage, ESD-Ding, wir haben auch unsere eigenen Lötmatten, die verwende ich dann beim Löten, das eher so beim Testen. Kabel, Klemmen für Multimeter, verschiedene Tester, das ist das ESD-Dingensen. Teile, Ersatzteile, da solche Sets, da, davon braucht man relativ viele, je nach Set kann das auch mal raufgehen, bis zu den Engineering Kits, dass ein Set vielleicht sogar mal 200 Euro kostet, die Billig-Sets kosten vielleicht 10, 15 Euro, kommt immer darauf an, auf die Qualität und was man halt so braucht. Und ja, da noch mehr SMD-Zeug, Sample-Books, wo ganz viele kleine SMD-Sachen drin sind. Und hier natürlich auch noch ein paar weitere Tools, Arduino-Boards etc. Richtig teuer sind diese Dinger da für Chips zum Auslesen. Das ist eine UEFI-Box. Für iPhone habe ich mir jetzt nochmal enorm viele Tools bestellt zum Auslesen. Die kosten auch eine Stange Geld. Netzteil, da verwende ich trotzdem noch mein Billig-Netzteil, da bin ich zu geizig. Und ja, man sieht, man braucht schon einiges an Zeug. 3D-Drucker ist auch nice to have, wenn man sich mal irgendwas drucken will für irgendwelche Mod-Sachen. Ich sage nur Pinzetten, 250 Euro absolut nicht zu empfehlen. Natürlich kann man auch mit viel weniger anfangen, also mit Basis-Equipment. Ich sage mal, da muss man vielleicht 150, 200 Euro ausgeben, aber es geht dann halt schnell, wenn man da mal drin ist. Und ja, wir sind Freitag auf der Reparaturmesse in Wien. Kommt gerne vorbei, wir sind am Nachmittag ab 13 Uhr da. Wer sich interessiert, schaut gerne vorbei.